3. Oktober 1990. Nach Jahrzehnten der Teilung ist Deutschland endlich wiedervereinigt. Ich habe noch gezweifelt, ob ich eigentlich tatsächlich die Realität sehe oder ob ich morgen aufwache und es ist wieder wie früher. Und ich muss sagen, also das ist eines der bewegendsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben gewesen. 26 Jahre ist das nun her. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Der jährliche Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit wird im deutschen Parlament debattiert. Wo einst rigide Planwirtschaft herrschte, florieren jetzt innovative Startups und ein innovativer Mittelstand. Wo wir einst Natur unter staatlicher Aufsicht der DDR verseucht haben, wandern jetzt Touristen durch Naturschutzgebiete. Von allen politischen Transformationen in Europa in den letzten, also in der Nachkriegszeit, ist die deutsche Wiedervereinigung mit Abstand der erfolgreichste Prozess für alle Beteiligten. Wir hatten zunächst am Anfang ungefähr 40-45% des Bruttosozialprodukts der Bundesrepublik Deutschland pro Kopf und sind jetzt bei ungefähr 75-76% gelandet. Wir haben uns auf diese Weise wieder einen Lebensstandard verschaffen können, mit denen diejenigen, die das Jahr 1989 als erwachsene Menschen erlebt haben, in ihrer Lebenszeit niemals gerechnet haben. 1989 war die DDR nicht nur wirtschaftlich am Ende. Millionen Ostdeutscher hatten die Nase voll vom Spitzelstaat und dem Eingesperrtsein. Ich glaube, dass es hauptsächlich die Sensibilität von Helmut Kohl war, im Wesentlichen die Sowjetunion davon zu überzeugen, dass alle anderen Wege nicht nachhaltig sein werden. Ich glaube, er ist für diesen Prozess unersetzbar gewesen. Der Jahresbericht der Bundesregierung spricht aber auch die Zunahme von fremdenfeindlichen Straftaten in den östlichen Bundesländern an. Insgesamt wird der Stand der Wiedervereinigung aber positiv bewertet und das macht Mut für die Zukunft. Wenn wir Politik machen wollen für die Zukunft von unseren Kindern, dann müssen wir ihnen eine lebenswerte Umwelt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und inneren Frieden und ein stabiles Rechtssystem hinterlassen. Deutschland ist auf einem guten Weg. Es gibt also allen Grund zu feiern, 26 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung.